um uns rum sind safe noch Gegner. Wollen wir uns erstmal zurückziehen? Post ist gestorben, bist du dumm, hörst du mich? Ja, ich bin tot. Weg, weg, weg. Rein in die Base, wir brauchen deren Stuff, bevor sie wiederkommen. Wieso nicht hin? Ich zieh durch. Ich falle die jetzt weg. Zieht durch, Jungs, besser ist das. Wieso geht hier alles in die Luft? Boah, Leute, wenn ihr das Video seht, hat gestern der Rust-Server gestartet. Heute kommt das erste Video. Wir haben einen Server, eine große Map. Insane viele Content-Creator, die dabei sind. Max spielt mit, Sebo spielt mit, Revi spielt mit, Reapers spielt mit, Karl spielt mit und. Wird unglaublich geil. Wir werden uns auf dieser Map hier jetzt erstmal 6 Tage lang übel die Köpfe einschlagen, alle. Server und Stream wird immer von 17 bis 0 Uhr online sein. Das wird richtig, richtig geil. Jeder wird sich eine Base bauen. Wir werden uns übel mit Hanky beefen, mit Philo, mit allen. Das wird einfach mega nice. Eine Sache noch, wenn euch der Content gefällt, lasst doch gerne ein Abo da. Nur 50% haben immer den Kanal abonniert von den Leuten, die die Videos schauen. Würde mich sehr freuen und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ramutra? Ja. Ja, hallo. Ist es Trumax? Ey, was geht, Mann? Let's go, ich hab übel Bock. Ich hab mega Lust. Heute sind eh einige noch nicht da, glaube ich. Ja, ist doch geil. Dann haben wir wenigstens das. Ich bin, glaube ich, echt der schlechteste Spieler. Ich bin der schlechteste Spieler. Ich weiß gar nichts mehr. Ich hab alles vergessen. Also wirklich. Ich weiß nicht mehr, wie man so eine scheiß Werkbank baut, bei der man dann Sachen macht. Ich hab alles vergessen. Gibt's irgendwelche Regeln? Darf mich jeder einfach instant töten? Das darf dich jeder einfach instant töten, aber wir haben keine Leute dabei, die sowas machen würden. Das ist jetzt so ein bisschen wie in Crafted, der hätte ich ja auch jeder einfach töten können. Weißt du, was ich meine? Wir müssen Sebo töten. Ja, probiert mal einfach. Ich glaube, du hast einfach die falsche Datei geschickt. Ah, too many connections from this IP? Ja, habe ich auch. Hä? Rumatana, ihr? Keine Tests gemacht, Rumatra. Oh nein. Einfach 5 Leute sind auf dem Server und das war's. Das war's. Maximale Kapazität. No, das war's. Hast du einfach jede Datei copy-pasted und umbenannt? Nein, habe ich nicht. Mann, wieso? Ich habe das gestern getestet mit Philo. Wir sind beide draufgekommen, konnten zocken. Was ist eine Scheiße denn? Ja, aber 4 Leute. Mehr als 4 Leute geht nicht, wenn wir das über diesen... Das sind 4-Leute-Server. So haben die das eingerichtet. Sebo hat schon ein richtig starkes Pferd, schreibt hier einer. Kannst du den Server mal down nehmen, Kappa? Ja, genau. Sebo hat schon 200 Holz gefarmt. Was soll denn die Scheiße? Wir müssen Sebo töten, der ist schon zu krass geared up. Einer schreibt in den Chat, über VPN hat jeder dieselbe IP. Nein, deswegen habe ich doch diese ganzen Dateien gemacht. Deswegen habe ich mir gestern die Arbeit gemacht, habe 40 verschiedene Dateien erstellt und die euch gesendet. Sebo ist zu stark. Wir müssen Sebo töten. Ja, wir töten Sebo, sobald wir reinkommen. Welches Team ist Sebo? Unserem. Aber wir töten ihn trotzdem und nehmen sein Zeug. Das wird was. Zuschauerzahlen schießen gerade nach oben, obwohl wir einfach nur schwarzen Bildschirm haben. Die Leute haben Bock, Romata, jetzt. Ja, die Leute haben Bock, ich weiß. Oh Gott, so viel Verantwortung. Ja, Ich hasse das so sehr. Ich will einfach nur mit meinen Homies Rust spielen. Ja, deswegen macht's keiner, richtig. Weil irgendwer ist dann der Arsch am Ende. Ich hätte dieses Jahr kein Rust gespielt, weil ich keinen Bock... Geht nicht, sich darum zu kümmern mit all den anderen Sachen. Und dann kommt der geile Rumatra, Legends, kümmert Sanfim sich drum Prime und setzt einen Server auf für 3 Leute. Sebo hat einen bewaffneten Helikopter, er hat eine patchy Kampfhubschraube. Wir haben sogar eine Custom Map. Erstmal kurz, wir haben sogar eine Map mit. Map. Ja, wir haben eine Custom Map. Ich habe so viel Arbeit da reingesteckt. Kampfhubschrauber einfach. Enemy AC-130 above. Bam, bam, wir explodieren alle auf dem Server. Komm, und Sebo ist in der Luft. Hallo? Mahlzeit. Moin, Sebo. Du bist full equipped, Sebo. Na Quatsch, nein. Ich fahre mir gerade ein bisschen Holz und ein bisschen Stein. Ja, schreibt jemand, du hast ein Pferd und über 2500 Stein. Was? Nein. Okay, nein. Das Problem ist, der Server ist nur für 3 Leute zugelassen. Hat Rumatra die alle anderen gebaitet, oder was? Ja, ich habe den Server quasi nur für dich aufgesetzt, Sebo, dass du jetzt alleine fahren kannst. Der Server kann bis zu 50 Leute, aber pro IP... geht nur 3 und weil wir über diese... Ach, du hast doch gar keine Ahnung, über was du redest, Bro. Ich drücke immer wieder Retry-Connection. Das ist quasi wie ein DDoS-Angriff von mir gerade. Also, ich kann euch sagen, der Server läuft wie Sahne, wie Butter. Keine ich weiß. Ich habe einen eigenen Server, ne? Wir können ihn schnell umhosten, wenn du willst. Sonst gibt mir doch auch so einen mega geilen Server für 3 Leute. Spielen wir einfach alle alleine. Ich kann schon weiterspielen, ne? Ja, fahren wir ein bisschen. Es kommt dir gleich Henke um die Ecke und ballert dich weg. Der ist bis Sonntag nicht da, der hatte wohl Angst, oder? Das ist echt gut. Der Sonntag ist am Start. Aber was ist denn heute Samstag? Wieso sagen alle, er ist Sonntag erst am Start? Das ist morgen. Diesmal haben wir Pros verboten. Deswegen hat sich Henke jetzt einfach gedacht, okay, dann wird er selber einfach Pro und hat jetzt einfach 5 Wochen Hardcore Bootcamp, Only Rust, Sniper-Legende, Armbrust, Shotgun. Perfektioniert alle Rezepte auswendig, in einem Wahnsinnszahn hat er das alles drauf. Als ich ihn drauf angesprochen habe, hat er gesagt, hä, wie trainieren? Ich spiele doch nur ein bisschen Rust. Und dann schaust du rein und die gehen irgendwie zu viert, machen die so einen Zugriff auf irgendeine Base und übel koordiniert. Das ist nicht entspannt zocken.
Die haben Theorieunterricht. Einfach. Wir werden aufgefressen. Seid euch dessen bewusst, Jungs. Ja. Also wir werden wirklich aufgefressen. Ja, das Ding ist, ich habe extra, also es gibt zwei Profis, die sind dabei tatsächlich. Aber der eine ist Marco OPZ. Dem vertraue ich halt, dass er die Leute nicht wegfarmt. Und Tapsi ist, glaube ich, dabei. Aber da hat Philo gemeint, der baut auch keine Scheiße. Also wenn Henki und so uns wegfarmen, dann gehen wir kurz zu Marco rüber und fragen, ob der uns helfen kann. Und dann fickt der kurz Henki auseinander. Weißt du, was ich meine? So nach dem Motto. Ich habe jetzt nicht jeden Einzelnen überprüft, der mitspielt. Aber wenn halt einer dabei ist und der löscht jetzt 3 Vierer-Teams nacheinander mit dem Crossbow aus, dann fliegt der halt einfach. Kann nicht verlieren. Ja. Gibt es einen Unterschied zwischen nicht verlieren können und einen Server mit Homies spielen wollen, aber dann von Rust-Profis abgefarmt werden? Da ist ein dicker Unterschied. Okay, Humatra. Okay. Update. Die Leute warten. Wir werden immer mehr. Ja. Die neue Klatschen. Gibt's mehr? Hörst du das Klatschen? Ja, ich weiß. Das heißt, die Leute sind ready. Ja, ich weiß. Was ist das Problem? Nochmal kurz für alle, die jetzt gerade dabei sind und nicht wissen, was das Problem ist. Also, wenn wir normal, also egal welchen Server wir machen, wir werden gededost. Egal, was wir spielen wollen. Wir können nicht Ark spielen, wir können nicht Rust spielen, egal, was wir machen. Es wird immer sofort attacked. Und deswegen müssen wir über ein VPN spielen. Und der VPN macht anscheinend gerade ein bisschen Probleme mit zu vielen Leuten. Ich habe das getestet mit Philo. Also, ich konnte connecten und Philo konnte connecten. Und da habe ich halt gedacht, okay, wenn wir zu zweit spielen können, dann können auch 20 Leute drauf spielen. Also, Leute haben dich mega gefeiert. Ich habe auch im Intro, in der Instagram-Story und in meiner YouTube-Ankündigung gesagt, ja, du hast wieder dass so gepusht. Das alles nur wegen Rumatra ist, dass der sich darum gekümmert hat, all das Rust, was ihr euch gewünscht habt, kommt nur wegen Rumatra. Und die Leute haben das mega gefeiert und du warst Top-Comment, dass die Leute dich feiern. Und jetzt geht's nicht, jetzt hast du dich die ganze Zeit. Was für ein Auf und Ab. Connecting? Echt jetzt? What? Ey, yo, let's go! Loading Opening Scene? Echt alle? Probiert's mal. Morning World. Könnt ihr alle connecten jetzt? Probiert doch mal. Probiert doch mal zu connecten. Es ist fix. Es sind 8 Leute drauf. Ja. Ich mute mich. Wie redet man in-game? Muss ich jetzt rausfinden. Oh. Tschüss, das finden wir raus. Ich lade euch alle gleich in ein Team ein. Und das nehmt ihr dann an. Dann können wir im Teamchat schreiben. Das ist erlaubt. Wir können dann gleich im Teamchat schreiben. Tschüss. Hallo? Hallo? Bibi! Chris ist gerade 2-mal vom Bär gestorben. Was sagst du dazu? Ja, 3-mal schon, 3-mal. Junge, ich werde dich so umballern. Ah, nee, warte mal, du musst uns helfen, gell? Ich schreib dir dann gleich, wo wir unsere Base bauen und du baust dir so eine kleine Base mit Chris daneben. Wir brauchen alle Hilfe, die wir kriegen können. Ich sehe gar nichts. Schwimm ich zum Lighthouse einfach? Ich schwimm zum Lighthouse rüber. Wie öffne ich die Fuel Storage? Ah, und wie steige ich wieder aus? Hilfe! Mit was für eine Taste steigt? Ah, der Taste. Junge, Bären sind der größte Feind hier gerade auf dem Server, geil! Electric Fuse, Brille. Wir direkt an, Alter. Oh nein, die ziehen wir nicht an. Bin ich hier falsch? Muss ich hier außen hoch? Hä? Ah, ja. So, außenrum. Perfekt. Hier hoch. Da rein. Oh, das wird die nächsten Tage so abgehen. Ich hab so Bock. Small Generator. At low grade fuel. Nein! Ich wollte ins Wasser springen. Ich hab gedacht, die springen weit genug ins Wasser. Kann ich irgendwie aufgeben? Ey, immer in der Ruhe, what the fuck? Wer bist du denn? Nee, Keks, lass mich in Ruhe! Warte, wer ich bin. Du bist ein kleiner Bastard. Kleiner Bastard, Alter. Das kriegt der so zurück. Junge, lass mal schnell zu Sebo rushen. Jetzt schnell. Wir haben nichts. Warum? Ja, oder lass halt auf dem Weg zu Sebo looten. Weil ich wäre gerne in meiner Base. Ich würde gerade wenigstens ein Bett bauen und so. Weißt du, was ich meine? Ich versuche gerade die ganze Zeit Cloth zu finden. Guck mal, ob du Weed findest. Dann kann ich schon mal einen Bogen bauen. Ist Cloth nicht eher besser für Betten? Bogen sind Betten nicht... Ja, aber Betten ist... Ja, gut, okay. Ja, Betten werden wir geradet und Bogen können wir uns verteidigen. Also ich weiß nicht, was besser ist. Ja, also wir werden jetzt noch nicht geradet. Wir haben noch nicht mal eine Base, Bro. Ja, also Karl wurde vor meinen Augen schon zusammengekloppt. Also ich weiß nicht, was du willst. Ja, ich wurde gerade eben auch schon zusammengekloppt. Ja. Junge, du bist nicht mehr nackt. Selbstverteidigung für eine Person. Oha. Pack die Waffe weg, ja, sehr gut. Hallo, bleiben Sie stehen, bitte. Keks, komm mal her. Keks, komm mal her jetzt. Keks, bleiben Sie stehen. Wir haben noch eine kleine Rechnung offen. Bleiben Sie stehen, Sir. Oh, Hemp, den schnappen wir uns. Ich meine, lass doch mal reden. Lass doch mal reden, Keks. Der sammelt das ganze Hanf ein. Reaper, hol ihn dir. Keks, komm, mach jetzt keinen Scheiß. Guck
Bro, du gibst mir dein Tarp und ich lass dich am Leben. Ach, Kegs. Nur das Tarp? Nur das Tarp. Ja, nur das Tarp. Okay, hier. Ja, irgendwie... Das hat nicht gereicht? Oh, die schießen auf dich, weil du geschossen hast. Die schießen auf dich, weil du geschossen hast. Renn weg, Reapers, renn weg. So ein kleiner Bastard, Alter. Das kriegt er noch so zurück. Oh, Wolf. Kannst du ihn töten? Hast du keinen Speer? Reapers ist gestorben. Junge, du kleiner Bastard, Alter. Du kleiner, dreckiger Bastard. Du kleiner, dreckiger Bastard. Bin ich schon da? K7. Oh, jetzt ist er direkt am Baum gebaut. Wir sollen nur noch finden. Ja! Der chillige kleine Base. Als er gesagt hat, er hat eine kleine Base gebaut, hat er echt nicht gelogen. Er hat wirklich eine kleine Base gebaut. Junge, Sebo! Let's go! Okay, was machen wir jetzt? Ich hab auch keine Ahnung. Lass warten, bis alle da sind. Du bist der Leader hier. Ich sag gar nichts. Ich kann nur Befehle ausführen. Nee, warte mal. Du hast die letzten Wochen die ganze Zeit Rust gespielt. Ja, aber ich hab mir die Basics angeeignet. Ich hab jetzt kein Pro-Wissen, einfach nur die Basics. Ja, ich hab nicht mal die Basics. Ja, auch schon. Nee, die Basics hab ich nicht. Was hast du denn da in der Hand? Jo. Spiel mal. Ja, ich muss kurz gucken, bei welcher Taste man spielt. Ich probier mal was, okay? Okay. Okay. Passwort steht im Discord. In unserem Team-Channel. Sehr nice. Mir kommen die Tränen, Max. Alright. Das ist so geil. Ja, MIDI-File hast du am Laufen, okay. Oder was? Ja, scheiße, MIDI-File halt. 5 mal die 4. 3, 4, 4, 3. 4, 4, 6, 5. 4, 4, 4, 4. 3, 4, 3, 2, 1. Ernsthaft jetzt? Heute Nacht, Gastlord. Ja. Ich weiß gar nicht, ob du Scheiße laberst oder ob das einfach aus standardmäßig, wenn du spielen drückst. Ich hätte doch einen viel geileren Song gelernt als all diesen Scheiß-Song, wo ich mich dreimal verspiele. Mach noch einmal. Ja, okay, ich glaub dir. Das hast du wirklich selber gemacht. Ja, ich glaub's dir jetzt. Ich kann Äxte bauen. Echt? Kannst du mir eine geben? Hier, warte. Ich kann auch eine bauen. Ich baue auch eine gerade. Zu spät. Ich baue jetzt. Nimm sie wieder, bitte. Bitte nimm sie. Es geht nicht, es ist zu eng hier. Du hast die Base gebaut. Ich baue jetzt eine neue Base. Lass mich alle in Ruhe. Ich gehe zum Dome, okay? Ja, weiß auch nicht. Sebo, der Dumme. Sebo, Mann, du reißt jetzt mal zusammen. Ich hab gedacht, der carried das hier. Ich brauche mehr Holz. Sag mal, pass mal auf, wie du talkst da hinten. Wir müssen alle Holz sammeln, damit wir hier eine geile Base bauen, eine kleine. Ey, ich hab einfach Spaß. Es ist krass. Es hat sich alles, der ganze Stress hat sich so gelohnt. Freut mich auch, dass es bei euch gut ankommt. Mit dem Prime Sub könnt ihr mir zeigen, dass ihr mich liebt. Vielen Dank. Warum ist das alles Stroh? Warum liegt denn hier Stroh? Ich hab nicht genug Wood, um das abzutraden. Oh, doch, jetzt habe ich hier, jetzt habe ich, oh Gott, habe ich viel Wood jetzt. Ich habe 60 Scraps, ohne jetzt pushen zu wollen, ne? Ich brauche mehr Holz. Können wir noch alle einmal kurz Holz farmen? Jeder einmal kurz ein bisschen Holz farmen nur? Wieso ist Karl jetzt durch einen, wo ist Karl denn? Wo ist denn Karl jetzt gestorben? Karl! Ist der gestorben? Ja, er ist gestorben. Von wem ist der gestorben? Boah. Ein Wildschwein. Ein wildes, ja. Oh Mann, und ich sag noch, stirb nicht von einem Wildschwein. Und jetzt sagt er, kann jemand Schlafsack für mich placen. Und ich hab gesagt, platziert euch alle Schlafsäcke. Haben wir einen Schlafsack in die Base, ja, Jungs? Ja, das ist geil, das ist ein guter Plan. Das ist unser Spot hier, hä? Ich hab hier schon 20.000 Holz verbaut. Mach mal das Lagerfeuer woanders hin, bitte. Wer stellt denn das Lagerfeuer, was wirklich in irgendeine kleine Scheißecke kann? Ich raste aus. Leb's auf. Dann mach's kaputt. Dann wird jetzt kollektiv das Lagerfeuer kaputtgeschlagen. Sehr gut. Jetzt Trick 17. Komm, nein, stopp. Ich hab zwei mega fette Kisten. Geh mal zur Seite. Ja. Warte, Trick 17? Wieso geht das nicht? Weil du Schlafsäcke drunter hast. Nein, echt jetzt? Oh, ich bin ja so sauer, Sebo. Ist okay. Wo soll ich das hin platzieren? Mann, jetzt ist es mir egal dann. Jetzt ist es mir egal. Ich platziere Scrap im Lager, ja? Nee, das ist so egal. Fick dich. Moin, moin. Friendly. Moin. Sag mal. Den Helikopter. Jo, Marco, Habibi. Moin. Sind die for real friendly oder? Ja, die sind for real. Lass die Ruhe. Das ist unsere UG. Weil wir sind alles, wir sind vier komplette Kacknoobs, okay? Und der hier, der junge Mann hier, links neben mir, ist unsere Trumpfkarte, wenn uns Zabex und Philo und Henke zu sehr auf die Nerven gehen. Dann lassen wir ihn frei. Wir wohnen Q13. Guck mal auf der Man. Q13.
Da wohnen wir. Oha, das ist ernsthaft. Ihr wohnt Q13. Junge, geil. Das ist lässig. Aber ihr habt doch einen Helikopter. Da sind halt... Hallo, ich bin gestorben. Oh, wie? Ah, Bär. Ich bin an einem Maschendrahtzaun verletzt und dann bin ich an einem Wildschwein gestorben. Aber wir wurden auch von Spielern angegriffen. Ah, ja. Von welchen Spielern? Hatten die Waffen? Keinen Namen gesehen. Reaper ist an ihn dran. Wir gehen da hin und unterstützen ihn, oder? Oh, Reaper ist bei denen? Ja, wir gehen da fighten, wir gehen da fighten. Ja, wir gehen da Reaper ist bei denen, aber Reaper hat ein Pferd. Hey, schau mal ganz kurz, wir müssen die Straße. Du hast doch gesagt, du bringst uns hin und es läuft... Ist hier geradeaus. Ja, wir müssen auf die Straße und dann nur... Oh Mann, ey. Okay, jetzt still, still, nicht mehr reden. Nicht mehr reden. Keiner redet. Ich hab keine Waffe. Gib mir eine Waffe, irgendeine. Ich hab gar nichts. Können Sie Fackel haben. Oder nimm einen Stein. Jungs, halt jetzt die Schnutz. Zwei Spieler. Ich hab alle Pfeile gechoppt. krieg ich die Hälfte wieder. Ich habe keine das Fall. War's. Der Sneaky-Zugriff ist komplett fehlgeschlagen. Ich fass es nicht. Die haben gerufen, zwei Spieler und sind weggerannt. Gib mir meine Pfeile, bitte, Mark. Ich hab mich zu trollen. Wir sind gerade in einem Fight drin. Wir sind in keinem Alter, Fight mehr. Der Fight hat... Der nächste Troll auf diesem Planeten. Es kann sein, dass du die Donny nicht hast. Hier liegen Pfeile auf. Ich kotze. Oh Gott. Ich hasse dich, Alter. Oh mein Gott. Dafür musst du jetzt für immer. Dafür musst du jetzt für immer mit dem Speer im Kopf rumlaufen. Was bringt das, Digga? Wieso tötest du ihn? Na, wir können ihn doch wiederbeleben. Das Ding ist, wir sind. Ja, aber wir sind in einem Fight gerade drin. Kannst du mich nicht ressen? Ja, ich kann nicht ressen. Ich resse dich. Ich bin hier so ein Stolperdraht gelaufen. Er hat ein Geräusch gemacht. Ich sehe die nicht. Ich bin tot. Hat jemand Verbände? Von der Straße. Wir sollten hier wahrscheinlich irgendwie abhauen oder so. Ach Mann, was machen wir denn hier? Das ist doch sau schlecht, hallo, oder? So ich schlecht. Weiß auch nicht. Mann, wir sind die schlechtesten Rust-Spieler. Mann. Wir sind die schlechtesten. Ja, Mann. Und ich habe extra nur schlechte Leute eingeladen eigentlich. Hilf mir doch mal. Hallo, wie spielst du? Du läufst in die falsche Richtung, Digga. Hier, wir laufen jetzt diese Straße entlang und sammeln ganz viel Zeug, okay? Ich hab 6 HP, Mann. Hört mal auf, ey. Brauchst du was zu essen? Du bist in den... Nein, no way. Oh mein Gott, du bist... Du bist in den... Ich kann dich nicht verbinden. 1 HP, ich bin safe. Lauf nicht nochmal in den Kaktus... Lauf nicht nochmal in den Kaktus rein, bitte. Oh mein Gott. Das wird Max so freuen. Und mich auch. Hier, das scrappen wir. Ich will ein Hazmat und ich will auch auf diesen großen Ball drauf. Hallo. Immer mit der Ruhe, Reapers. Wohin mach ich das? Hubs. Schnell, Base. Da sind Gegner, das sind Leute. Die laufen auf uns zu. 3 Stück. Komm. Wir rennen. Bevor die uns überfallen. Lauf. Nimm mein Pferd. Einer muss das Pferd nehmen. Ich hab das Scrap. Gib mir das Pferd. Ja, nimm das Pferd. Komm zu mir. Hier hin. Es rennt weg. Jo, wo hast du das Pferd hingeschickt? Digga, die rauben jetzt. Nein, stopp. Aua. Ja, guten Morgen. Was passiert? Keine Ahnung. Darf ich nicht mit dir drüber reden, ne? Second Life Rule oder irgendwie so. Second Life Rule? Fuck. Wie ist denn der Code, Mann? Ich komm seit einer halben Stunde nicht rein. Mann, der steht im Discord, du Loser. Du bist ein Loser. Ist dein Leben gerade so war es wert? Ja, war's wert. Wir können jetzt Workbench 2 craften. Mach ich jetzt. Ich hab den Schlüssel weggeworfen. Mann, Sebo hat auch keinen Schlüssel. Nein. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Welchen Schlüssel? Für die andere Base, wo die Workbench 1 ist. Die andere Base, wir kommen in die andere Base nicht rein. Oh! Hey, Bro! Ich hab gedacht, du bist duck, Digga. Ja, aber ich hab gedacht, du duckst dich gerade.